Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute gibt es seit längerer Zeit mal wieder ein Q&A-Video. Jawohl, das bedeutet, ich habe mir mal wieder mein Handy hergenommen und habe von euch Fragen rausgesucht, die über YouTube oder auch Facebook hier bei mir eingelangt sind und werde die in diesem Video beantworten. Gut, ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Frage. Selten aber doch, aber die kam tatsächlich über Facebook, nicht über YouTube. Und zwar von Kotte Flotte. Ich habe drei Fragen für dein Video. Erstens, wie oft kaufst du Musikboxen? Zweitens, machst du mal eine Roomtour? Drittens, behältst du alle Boxen oder verkaufst du auch mal Boxen, die dir jetzt nicht so zusagen? Ich würde sagen, wir starten mal mit Frage 1. Wie oft kaufst du Musikboxen? Mindestens wöchentlich, also Freitag kommen ja immer die neuen Releases, bedeutet, die bestelle ich natürlich vor, Wochen, Monate im Vorhinein, je nachdem, wann man vorbestellen kann. Aber auch unregelmäßig dazwischen, also es kann auch sein, dass ich mal eine Woche lang gar nichts bestelle und dann wirklich nur am Freitag die neuen Sachen kommen. Aber es gibt auch Wochen, da bestelle ich so viel, dass Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag auch noch Sachen kommen. Also meistens halt ältere Releases, die ich schon länger irgendwie im Blick habe. Also, ich bestelle sehr viele Boxen und auch bis auf den Freitag eigentlich sehr unregelmäßig, aber ja, das ist schon meistens mehrmals die Woche. Zweite Frage, machst du mal eine Roomtour? Das ist auch eine der meistgestelltesten Fragen, muss ich ehrlich sagen. Ist schwierig, weil ich weiß, die Leute wollen eine Roomtour sehen und speziell jetzt auch in Bezug so Boxen, Boxenlagerung und so weiter. Ist aus dem Grund schwierig, weil, wie gesagt, ich habe mittlerweile deutlich über 1000 Boxen und ich wohne in einer bescheidenen 68 Quadratmeter Wohnung, gemeinsam mit meiner Freundin, bedeutet, es geht sich nicht mehr alles so aus, wie ich das gern hätte. Also ich habe diverse Regale voll, Kästen, Schränke hinter mir, ihr kennt das alles, aber viele sind auch schon ausgelagert worden. Also ich habe Boxen auf diversen Plätzen hier in der Stadt verteilt und dementsprechend kann ich gar nicht so alles auf einem Ort zeigen, aber was trotzdem der Fall ist, ist, dass meine Wohnung echt teilweise mehr ein Lager oder eine Lagerhalle ähnlich sieht als einem normalen Wohnbereich, als einer normalen Wohnung. Aber unabhängig davon verspreche ich euch, wird's voraussichtlich dieses Jahr noch ein Video geben, wo ich wirklich mal alle Boxen zusammenhole von den verschiedenen Orten und dann so ein Video mache, wo ich das alles präsentiere. Also bedeutet, es gibt ein Video dann, wo ich meine Boxen alle zusammensuche, alle an einen Ort trage und dann wird das auch entsprechend gefilmt, festgehalten, präsentiert. Und die Roomtour wird dann entweder geben, wenn ich hier ein bisschen die ganze Lagerthematik im Griff habe oder spätestens dann, wenn ich umgezogen bin, aber das ist halt noch ein bisschen unsicher, wann das genau sein wird, vom Zeitraum her. Also ja, wie gesagt, jetzt zeitnah, leider keine Roomtour, sorry. So, nächste Frage, dritte Frage, behältst du alle Boxen oder verkaufst du auch mal Boxen, die dir jetzt nicht so zusagen? Nein, also ich behalte tatsächlich alle Boxen. Jede Box, ganz egal ob Pop, Rock, Deutschrap, was auch immer, Metal, was ich vorgestellt habe, ich behalte ohne Ausnahme jede Box. Bedeutet, selbst wenn mir jetzt die Box so vom Inhalt oder vom Künstler oder vom Sound, vom Album, was auch immer, nicht so zusagen, dann behalte ich die trotzdem, weil es ja wirklich mein Anspruch ist, die größte Sammlung überhaupt zu besitzen. Und deswegen wird nichts verkauft. Ich habe auch in meinem Leben noch keine einzige Box verkauft. Ich habe diverse Boxen schon verlost oder verschenkt. Das war aber wirklich immer im Rahmen irgendeines Gewinnspiels, irgendeiner Aktion. Und es waren dann immer auch Boxen, die ich doppelt bestellt habe. Also da habe ich dann nicht meine eigene Box verkauft und habe die nicht mehr, sondern ich habe tatsächlich wirklich dann die zweimal gekauft. Habe auch immer noch sehr viele Boxen hier in zweifacher Ausführung liegen, die dann bei zukünftigen Gewinnspielen und so weiter entsprechend dann rausgehauen werden. Gut, das war's zu den drei Fragen. Damit sind wir jetzt durch. Nächste Frage von Hip-Hop Reuploads. Ist es Zufall, dass nur Boxen, die sold out im Hintergrund stehen, cooles Video? Also ich glaube, du meinst also Boxen, die sold out sind, also die mittlerweile sehr schwer zu bekommen sind. Nein, oder ja doch, ist Zufall.
beziehungsweise es ist so, die Boxen, die hier im Hintergrund stehen, hinter mir, sind meistens, die meisten davon, schon etwas älter. Also sind schon die ein, zwei, drei Jährchen im Handel oder noch länger. Und deswegen viele davon schon vergriffen. Und ich habe natürlich auch geschaut, dass ich Boxen genommen habe, die mir entweder selber am Herzen liegen oder die für mich irgendwie einen gewissen Bezug, irgendeine persönliche Geschichte haben. Also es ist zum Beispiel kein Zufall, dass Kollega sehr viele Boxen da hinter mir stehen oder Raff auch ein paar mehr als andere Rapper oder manche Rapper gar nicht vorkommen. Aber ich habe es jetzt nicht so explizit danach ausgewählt, okay, die Box ist indiziert oder die Box ist bei mittlerweile 300-400 €, wenn man die kaufen will. Also das ist wirklich unabhängig davon. Es ging mir einfach so nach persönlichem Geschmack und auch ein breites Spektrum da anzubieten. Und von daher, ja, ist es mehr oder weniger Zufall oder dem geschuldet, dass sie schon älter sind, dass eben sehr viele sold out sind. So, nächste Frage von Naiko. Auch krass, das mal von dieser Seite zu sehen, dass Rockmusiker mehr geben. Und dass du auch die Boxen holst von Künstlern, die du am Anfang gar nicht gekannt hast. Ja, zum zweiten Teil, dass ich auch Boxen hole von Künstlern, die ich gar nicht gekannt habe. Natürlich, gerade so Newcomer oder Leute, die mir vielleicht noch nichts sagen, sowohl Rapper als auch Bands aus verschiedenen Bereichen, mache ich sehr gerne, weil ich erstens mal sehr neugierig bin und zweitens natürlich auch so mein Portfolio oder meinen Horizont erweitern möchte. Das ist immer dabei. Und zum ersten Teil. Bezüglich der Rockmusiker, ja, das habe ich, glaube ich, im vorigen Q&A gesagt, dass es tatsächlich so ist. Also, obwohl ich anfangs wirklich nur Deutschrap gemacht habe und auch das mit Deutschrap-Releases und so weiter, also man kann wirklich sagen, der Kanal hat den Fokus auf Deutschrap nach wie vor und ich habe auch so den meisten Support, den ich gebe, den meisten Inhalt, der hier auf dem Kanal stattfindet, im Bereich Deutschrap. Also, das ist wirklich so das Genre, was im Prinzip so am meisten von diesem Kanal profitiert, sagen wir es mal so. Aber zeitgleich auch das Genre mit der wenigsten und schlechtesten Rücklaufquote. Also, ich habe es im vorigen Video gesagt, es ist nicht mal 10% der Rapper, denen ich irgendwie Support gebe auf dem Kanal oder die ich irgendwie hier präsentiere, reagieren in irgendeiner Weise. Also, dass jemand zum Beispiel mal die Story repostet oder das Video postet oder irgendwas. Das ist überhaupt vielleicht bei unter 5% und dass zumindest mal irgendwie ein Kommentar kommt oder eine Reaktion auf die Story oder irgendwas. Also einfach nur, ich habe es gesehen, egal in welcher Form auch immer reagiert wird, das ist trotzdem auch unter 10%. Traurig aber wahr. Also ich glaube generell so Deutschrap-Künstler oder die Deutschrap-Szene. Einerseits haben die schon andere Leute, mit denen sie zusammenarbeiten und wollen eben dann natürlich nicht irgendwie sich in die Quere kommen. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist auch einfach, meiner Meinung nach, das Genre Deutschrap das mit den größten, nennen wir es mal, Ego-Problemen. Also, das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe und dementsprechend, ja, habe ich mich damit abgefunden, ist so. Andererseits, was mich natürlich umso mehr freut, Genres wie zum Beispiel Pop, aber ganz speziell Rock, also Rock, Metal, alle Varianten da, die sind echt extrem viel, wie soll ich sagen, unterstützender. Also die sind bei, ich würde sagen, 30 bis 50%, dass sie wirklich supporten, die Story posten, das Video bei sich verlinken, auf Facebook meinen Post teilen, was auch immer, mir privat schreiben, sich bedanken, teilweise Sprachnachrichten schicken. Also speziell jetzt Rocker habe ich die Erfahrung gemacht im Bereich jetzt deutschsprachiger Rock. Die sind sowas von unterstützend und nett. Und es ist scheißegal, ob das eine Box ist, die jetzt frisch am Freitag rausgekommen ist, die ich am Freitag rauspacke. Oder ob das eine Box ist, die vielleicht schon 2, 3 Jahre zurückliegt. Also die sind echt immer am Start, so gut wie immer. Und das freut mich einfach extrem. Und das ist auch mit einer der Gründe, warum ich im Laufe der Zeit jetzt mehr und mehr Rock hier vorstelle, weil ich einfach das Gefühl habe, da ist der Wille von der Szene oder von den Künstlern mehr da. Und es macht natürlich auch mehr Spaß, wenn die dabei sind und wenn man sich mit denen austauschen kann und wenn von denen einfach mal in irgendeiner Form was zurückkommt. Ich hoffe, ihr versteht das. Und es ist auch im Laufe der Zeit so gewesen, unabhängig jetzt von den Rückmeldungen,
dass ich mich so vom Musikgeschmack und von diesen ganzen neuen Künstlern irgendwie die letzten Jahre immer etwas weiter vom Bereich Deutschrap entfernt habe. Soll es nicht heißen, dass ich es nicht mehr vorstelle, im Gegenteil, ich werde nach wie vor jede Deutschrap-Box vorstellen, aber ich persönlich so in meiner Freizeit oder was ich selber höre und in meinem Privatleben so unterstütze und supporte, hat Deutschrap immer mehr gegen Rock verloren bei mir, weil ich mit der aktuellen Entwicklung oder diesem aktuellen Stand, in dem sich so Deutschrap befindet, nicht allzu viel anfangen kann. Gut, ja, sehr ausführliche Antwort. Wir kommen zur nächsten Frage. Simeon Ege, sehr schön, auch mal ein anderes Video außerhalb von den Unboxings zu sehen. Ja, nicht wirklich eine Frage, aber freut mich natürlich für das Feedback. Macht mir auch riesig Spaß, solche Q&As und Frage-Antworten-Videos. Mache ich leider viel zu selten, komme ich viel zu selten dazu, aber ich versuche jetzt echt, dass ich das häufiger und regelmäßiger mache. Dazu gibt es auch am Ende des Videos nochmal eine kurze Info, wie ich das in Zukunft zur Hand haben möchte und wie ihr euch da ein bisschen einbringen könnt. So, nächste Frage, Arno Nym. Hey, klasse Videos. Eine Frage habe ich bezüglich der Box. Mit welchem Preis-Leistungs-Verhältnis war das mit Anstand, wahrscheinlich mit Abstand, das Schlechteste? Hast du eine persönliche Meinung zu den Onkels? Bleib so, wie du bist. Liebe Grüße aus Bremen. Ja, erstmal danke. Also bezüglich klasse Videos. Vielen Dank. Freut mich, dass dir die Videos gefallen. Eine Frage habe ich bezüglich der Box. Okay, welches Preis-Leistungs-Verhältnis war mit Abstand das Schlechteste? Da gibt es einen Haufen. Also es gibt echt eine Menge Boxen. Ich will jetzt keine einzelne so an den Pranger stellen und sagen, die war wirklich wertloser Müll. Aber es gibt einen Haufen Boxen, die in meinen Augen das Geld nicht wert waren oder ein ganz schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis hatten. Das Ding ist, ich habe es schon häufiger gehört von wegen äußer dich mal oder sei nicht immer so objektiv. Auf der einen Seite verstehe ich es. Ich habe mir aber von Anfang an seit Tag 1 so vorgenommen bei meinen Unboxings, da soll es jetzt wirklich rein nur darum gehen, ich zeige euch die Box, ich präsentiere euch den Inhalt und versuche euch halt so gut wie möglich darüber zu informieren, was sich darin befindet. Persönliche Meinung habe ich selten bis gar nicht da einfließen lassen, weil ich einfach der Meinung bin, das sollte da nicht stattfinden. Es geht wirklich rein um die Produktpräsentation. Und persönliche Meinung im Sinne von, war die Box gut, war sie schlecht, hörst du die Mucke, magst du den Rapper XY, das mache ich dann auf anderen Formaten, wie zum Beispiel hier bei Q&As. Da ist in meinen Augen der Raum dafür da. Und es gab mal eine Box, muss ich ehrlich sagen, die mich, ja, nennen wir es mal verärgert hat, wo man dann auch wirklich gemerkt hat, dass ich die Schnauze voll hatte. Und zwar war das bei, also die einfach so ganz stark bei mir im Gedächtnis geblieben ist, die letzte Box von den 257ers. Ich glaube, wie hieß sie nochmal? War das die Hokus Pokus Box? Ich muss nochmal kurz nachschauen. Und zwar ging es eben darum, es gab ja von 257ers schon mal bei dem Album Alpaka. Da war ich schon ein bisschen enttäuscht, weil das war im Endeffekt nur so ein ganz, ja, nennen wir es mal einfaches Bundle. Und das war schon sehr schwach in meinen Augen. Das hat so ein bisschen auch nennen wir es mal so, die Vorarbeit geleistet. Und dann kam eben ein nicht Abracadabra, nicht Hokus Pokus, das ist ja ewig alt, nein, Abracadabra. Und zusätzlich war da eben auch die Hokus Pokus, das Hokus Pokus Album drin von damals. Also die Abracadabra Box von 257ers. Das war, glaube ich, eines, wenn nicht sogar das einzige Video, wo man wirklich im Video auch gemerkt hat, wie schlecht ich das finde. Also da habe ich echt schlucken müssen bei dieser Box, weil da war wenig bis gar nichts drin. Die Sachen, die drin waren, waren in meinen Augen sehr schwach oder sehr unzureichend gestaltet und generell, da hat mir sehr viel Liebe und irgendwie ein Gegenwert gefehlt. Die nächste Sache war, dass dann die CD, also die Halterung, in der die CD halt im Jewelcase drinsteckt, wo man die CD so drauf macht, die war irgendwie rausgebrochen. Bedeutet, die CD hat gar nicht mehr richtig gehalten. Das Artwork und generell so die Gestaltung war in meinen Augen sehr lieblos. Und die Box war so eine ganz dünne, billige Pappbox, die schon irgendwie Knicke hat, wenn man sie nur schief anschaut. Das eben auch noch im Hinblick auf diese Alpaka-Bundle-Geschichte. Also ja, das war echt eine Box, wo ich dann selber im Video, glaube ich, gesagt habe, dass die wertlos oder Scheißdreck ist. Also irgendwie sowas in die Richtung habe ich gesagt. Und ja,
da ist es leider mit mir durchgegangen. Also um deine Frage zu beantworten, die war auf jeden Fall mit eine der schlechtesten, aber es gibt ja noch ein paar andere, die da aufs Treppchen gehören würden in so einer Preisverleihung, in so einem Negativpreis. Hast du eine persönliche Meinung zu den Onkels? Ja, also was heißt persönliche Meinung? Die sind einfach schon, muss man ehrlich sagen, absolute Legenden im Bereich Deutschrock. Ich war nicht von Anfang an dabei, dafür bin ich auch etwas zu jung. Aber ich verfolge die schon eine ganze Zeit und es gibt einfach Lieder, die einen viele, viele Jahre begleitet haben. Das waren teilweise Sachen, wo man sich gar nicht so bewusst war, wer die sind, also jetzt von der Band her. Und die man aber einfach so beim Feiern oder wenn man mit Freunden unterwegs war oder wenn es einem schlecht ging, gehört hat. Aber gar nicht so wirklich am Schirm hatte, okay, das ist die Band und die kommen aus Frankfurt und die haben die und die Geschichte, sondern einfach nur das eine Lied, die und die Lebensphase begleitet hat. Und vor ein paar Monaten bin ich dann so drauf gekommen, okay, eigentlich eine Riesenband, die haben fast keine Boxen in ihrer Karriere gemacht, weil die meisten Sachen einfach schon vor diesem ganzen Boxen und vor dieser Boxenentstehung rausgekommen sind. Aber da habe ich mir dann einfach gedacht, okay, die sind so groß und wenn du jetzt Deutschrock und sowas machst, du kommst an denen nicht vorbei und du feierst die auch selber so von der Musik. Also wird es höchste Zeit und deswegen gab es jetzt auch schon diverse Unboxings von Böse Onkels, wird auch noch deutlich mehr kommen. Habe ich auch noch einiges hier auf Lager. Bleib so wie du bist, liebe Grüße aus Bremen. Ja, danke dir für deine lieben Worte, liebe Grüße aus Wien. So, nächste Frage von Lennart. Welche ist deine Lieblingsbox? Auch eine Frage, die sehr oft gestellt wird. Sind viele, aber ich glaube, wenn ich es wirklich auf eine einzige runterbrechen müsste, habe ich auch schon häufiger gesagt, wäre es die JBG1-Box. Also die hat echt so eine perfekte Kombination, finde ich, so aus Optik, aus Design, Artwork, Boxinhalt, Preis-Leistungs-Verhältnis. Also die ist echt sehr stark nach wie vor in meinen Augen. Und ja, hat auch einfach Legendenstatus und ist mit einer meiner, na doch, die absolute Lieblingsbox. Also wenn ich eine Box nie und niemals jemals verkaufen würde, dann wäre es auf jeden Fall diese. Nächste Frage, Raff21, hast du JBG1 schon geunboxt? Wenn nein, kannst du die unboxen? Ja, die Frage kommt jetzt natürlich perfekt. Ja, habe ich natürlich schon unboxed. Also ich glaube, ich habe dir sogar damals auf deinen Kommentar geantwortet und die Box entsprechend das Unboxing verlinkt. Habe ich gemacht. Generell JBG 1, 2 und 3 habe ich auf meinem Kanal und auch natürlich Platin war gestern. Also was JBG betrifft, findet ihr alles auf meinem Kanal. Natürlich auch Nummer 1. So, Jaguar E1971, machst du noch weiter Scooter-Unboxings? Ja, auf jeden Fall. Diverse habe ich schon gemacht. Ich glaube, zwei, drei Scooterboxen habe ich schon gemacht. Werde aber auch noch die restlichen unboxen, damit die Scooter-Diskografie auch, was die Boxen, was diese Special Editions betrifft, bei mir abgehandelt ist. Und ja, also, um die Frage zu beantworten, ja, kommen noch. Rotkäppchen, die Federgottesbox im Hintergrund zu sehen, ist immer schön. Ja, gebe ich dir recht, die ist schön, sticht auch gut raus hier mit ihrer gelben Farbe, die ist echt so ein Eyecatcher. An der Spitze der See. Schade, dass da so wenig Resonanz von den Rapper kommt. Da habe ich mir mehr vorgestellt, aber einfach durchziehen mit der Reichweite werden auch die Rapper auf dich aufmerksam. Ja, auch schon jede Menge dazu gesagt worden, vorhin bezüglich Rock und Rap und Support und hin und her. Ist schade, haben auch die wenigsten so irgendwie erwartet. Also ich habe da viele Nachrichten bekommen, von wegen, dass sie irgendwie geschockt sind und das nicht erwartet hätten und dass es irgendwie, ja, in ihren Augen peinlich ist, dass die Deutschrap-Szene da so, weil sie immer sagen, so von wegen, ja, Hip-Hop und Support und hin und her, dass er nicht zurückkommt. Was soll ich sagen? Ich war da auch ziemlich schockiert oder getroffen, aber mittlerweile denke ich mir so, ja, sollen sie machen. Es sind auch mittlerweile echt viele, wo ich für mich das Thema abgeschlossen habe. Also ich sage es ganz ehrlich, wenn jetzt bestimmte Rapper noch ein paar Alben rausbringen würden und ich hätte dann zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, Hausnummer 10.000, 20, 50.000 Abos, scheißegal, und die würden dann auf mich zukommen und irgendwie was anbieten von wegen Kooperation oder sowas, dann Stand heute, glaube ich echt, dann würde ich auch teilweise manchen, weil ich persönlich keinen Bock mehr auf die habe, denen zurückschreiben von wegen, Leute, damals kam gar nichts und jetzt, wo ich
je nachdem, so und so viele Abos habe, kommt ihr angeschissen, interessiert mich nicht mehr. Also da würde ich dann auch vielen beinhart die Sache absagen und denen dann keine Kooperation oder irgendeine Zusammenarbeit über die Unboxings oder sonstige Sachen anbieten. Das interessiert mich dann nicht mehr. So, das war auch schon die letzte Frage. Also für heute sind wir mit den Fragen durch. Eine Sache, die mir noch am Herzen liegt bezüglich generell diesem Format Q&A. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie ist das am besten aufzuziehen. Also ihr wisst das sicher, ich habe schon diverse Male so Ansagevideos gemacht. Bedeutet, ich mache ein Video, in dem ich ein Q&A ankündige und dann sage, Leute, bis dann und dann stellt mir bitte eure Fragen, ich möchte das in einem Video beantworten. Und da aber dann eben immer ein separates Video gemacht zu dieser Ansage und dann eben ein Q&A-Video. Und ich habe mir überlegt, eigentlich, es kommen auch so im Alltag Fragen zusammen. Ist es irgendwie unnötig, wenn ich dann immer so ein Ansagevideo mache? Bedeutet, ab jetzt werden wir es einfach so machen. Ihr könnt unter jedem Video natürlich eure Fragen stellen. Das heißt, nicht nur unter dem Video schreiben, Box gefällt mir oder Rapper ist nicht mein Fall, Album war gut, was auch immer, sondern ihr könnt gerne unabhängig davon, was das für eine Box ist, drunter schreiben, was hältst du von dem und dem oder wie stehst du zu Thema sowieso, egal was. Also komplett unabhängig von dem Album, von dieser Box, von diesem Rapper, den ich da in diesem Video präsentiere, könnt ihr gerne eine Frage stellen. Und wenn ich die dann gesehen habe und auch mir notiert habe fürs nächste Q&A, dann werde ich euch einen, also Daumen hoch gebe ich ja immer, aber dass ich dann einen Kommentar schreibe, der dann ungefähr so heißt wie Danke für deine Frage, werde ich in einem der nächsten Q&A-Videos beantworten. Dann wisst ihr, okay, alles klar, ich habe mir diese Frage, die habe ich am Schirm, die habe ich mir abgespeichert und die wird dann im nächsten, spätestens übernächsten Q&A drangenommen. Und das wird natürlich dann auch so chronologisch abarbeitet. Also die jetzt die Frage zum Beispiel heute stellen, werden natürlich eher drangenommen als die Frage, die jetzt in 2 Wochen gestellt wird, ist klar. Und ich würde das mal so versuchen. Ich hoffe, dass das funktioniert und dass ihr das dann auf diesem Weg schafft. Also wie gesagt, egal unter welchem Video, ich werde mir eure Fragen dann entsprechend raussuchen und kommentieren, dass ich die zur Kenntnis genommen habe und dann in einem Q&A beantworten. Ja, das war's soweit. Ansonsten kann ich euch nochmal kurz auf den Community-Tab auf meinem Kanal hinweisen. Ich blende euch kurz 2 Bilder ein und zwar je nachdem, ob ihr jetzt YouTube am PC verwendet oder am Handy, schaut das unterschiedlich aus. Also ich bin meistens am PC unterwegs, am Handy dann wirklich nur, wenn ich irgendwie Fragen oder so beantworte, aber ansonsten, wenn ich selber am Arbeiten bin, dann immer am PC. Und dann habt ihr da oben, ich ringe es euch da auch ein in dem Screenshot, diesen Community-Tab. Da findet ihr zum einen immer die ganzen anstehenden Releases, also alle Releases, die in der Zukunft erscheinen, die habe ich euch da in diesem Community-Tab zusammengefasst. Die werden auch mindestens einmal die Woche aktualisiert. Dann gibt es einen Bereich, also einen Thread, einen Beitrag. Da geht es um die Schnäppchen, bedeutet welche Boxen, welche Bundles sind aktuell irgendwie stark reduziert. Die habe ich euch da auch immer aufgelistet und entsprechend verlinkt. Und ein Bereich, also der dritte Post, es sind meistens 3 Poster online, der dritte Post, der beschäftigt sich mit wirklich jetzt brandneu. Also das bedeutet, wenn irgendein Rapper jetzt über Nacht eine Single rausgehauen hat und damit irgendwie ein neues Album angekündigt hat oder sonst wie irgendein neues Album jetzt gerade ganz frisch ist, dann wird das dort zu finden geben. Also das ist in diesem Community-Tab. Und zusätzlich dazu gibt es natürlich weiterhin jeden Sonntag die Deutschrap-Releases der Woche. Das wird weitergehend bearbeitet. Jeden Sonntag kommt es online. Und es gibt auch noch ein neues Format, das ich jetzt gerade in den letzten Zügen habe, also in den letzten Planungsschritten. Aber dazu dann demnächst mehr. Das wird sich dann auch mit Releases beschäftigen. Gut, das war's für heute. Vielen Dank für eure Fragen. Hat mir wieder Spaß gemacht, die zu beantworten. Wie gesagt, gerne unter jedes Video bombardiert mich mit euren Fragen. Ich freue mich drauf, wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.